Sehr geehrter Herr Direktor vom Kunstmuseum Peter Fischer, sehr geehrter Herr Präsident von der Kunstgesellschaft, Herr Meier von Baldeck, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier zur Eröffnung von der Jahresausstellung Zentralschweizer Kunstschaffenden 2009 und zu den Preisverleihungen herzlich begrüßen. Ich weiss um die Bedeutung von dieser Ausstellung für die Kunstschaffenden und nicht nur für Sie, ich weiss auch um die Bedeutung von dieser Ausstellung für die ganze Zentralschweiz. Es ist ganz wichtig für die Zentralschweizer Kunstschaffenden, dass sie hier im renommierten Kunstmuseum zu Luzern eine vielbeachtete und professionell kuratierte Plattform bekommen. Die Zentralschweizer Ausstellung wird von Peter Fischer und seinem Team mit grossem Engagement und hoher Kompetenz und vor allem mit viel Herzblut umgesetzt und durchgeführt. Das zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass die Museumsleitung sich immer wieder ernsthaft damit auseinandersetzt, wie die Ausstellungsform von der Zentralschweizer Jahresausstellung neu angepasst kann werden, verbessert und optimiert kann werden. Im Namen der Zentralschweizer Kantone danke ich Ihnen für die Arbeit ganz herzlich. Meine Damen und Herren, als Obwaldner Bildungs- und Kulturdirektor ist es für mich ganz eine besondere Ehre und eine besondere Freude, heute hier bei der Eröffnung der Ausstellung hier zu sein und vor allem in diesem Haus zu sein. Was ist die spezielle Freude von einem Obwaldner an diesem heutigen Abend? An der diesjährigen Jahresausstellung von den Zentralschweizer Kunstschaffenden sind zwei junge Künstlerinnen und ein junger Künstler aus Obwalden beteiligt. Das freut mich natürlich außerordentlich, dass aus Obwalden ebenfalls gute Kunst auf hohem Niveau zu sehen ist und hier präsentiert wird. Obwalden ist da dabei. Zweite Freude, die ich habe. Parallel zur Zentralschweizer Kunstausstellung hier zeigt eine Obwaldnerin Judith Albert hier im Museum ihre hervorragenden Videoarbeiten. Ihre bildstarken, poetischen Arbeiten berühren mich ganz persönlich und sie sprechen mich effektiv an. Ich bin überzeugt, dass die Ausstellung der Obwaldner Künstlerin das Tor zur internationalen Kunstwelt öffnet. Und jetzt schließt sich der Kreis. Judith Albert hat just vor 10 Jahren, im Jahr 1999, den Preis der Zentralschweizer Kanton bekommen. So läuft es, wenn man hier einsteigt. Und schlussendlich die dritte Freude, die ich heute Abend mitbringe und teilen tue, das ist Preisverleihungen. Und solche Anlässe in dieser Art, die gehören zu den schöneren und angenehmsten Aufgaben von einem Regierungsrat. Ich bin allerdings erst 5 Monate im Amt. Aber ich verbinde damit eure Hoffnung. Ich hoffe, dass wir Obwaldnerinnen und Obwaldner die Frage um eine Kulturlastenvereinbarung im kommenden Jahr wieder einen Schritt weiter oder einen Schritt näher können bringen. Es ist mir ein Anliegen. Ich hoffe darauf. Meine Damen und Herren, mein abschließender und besonderer Dank geht an die knapp 40 Künstlerinnen und Künstler, die hier ihre Werke zeigen. Beim Hanno Rauterberg und das soll Kunst sein, dort habe ich gelesen. Kunst sollte Öffentlichkeit suchen und das öffentliche Leben befördern. Deshalb reicht es nicht, wenn nur Einzelne die Kunst betrachten und begreifen. Es braucht den Austausch, den Streit und das Urteil.
Genau das ist es. Und ich freue mich darauf. Ich danke allen Künstlerinnen und Künstlern und Ihnen.